Wie oft denn noch? Ich will nicht diesen retuschierten Kram. Ich will echte, authentische Fotos. Ja, bitte. Danke. Hallo, Linda. Tag, Nettie. Beeilung, Beeilung. Geht alle schon mal rein. Leonie, was kann ich für dich tun? Nichts, ich dachte, ich melde mich einfach mal. Leonie, können wir vielleicht später? Hier brennt heute wirklich der Baum. Ist ja mal was ganz Neues. Leonie, bitte, jetzt mach mir doch kein schlechtes Gewissen. Ich melde mich heute Abend, ja? Es könnte ja auch mal was Wichtiges sein, wenn ich mich schon erniedrige, bei deiner heiligen Arbeit anzurufen. Ach, Oskar, Maus, was machst du denn? Was sind das für Tiere, die Ovid hier beschreibt? Quambis sind subaqua, subaqua maledicere temptant. Subaqua. Frösche, Herr Dr. Buchmann, Frösche. Man muss ja die Frage nur richtig formulieren. Und was hat das mit diesen Fröschen auf sich? Das sind die lykischen Bauern, Herr Gott nochmal, die von der Göttin Latona verbannt wurden, weil sie ihr verwehrt hatten, aus einem See zu trinken. Einer der bekanntesten Verse der Antike. Sie kennen meine Regeln. Wenn nur ein Handy piept, dann bekommen Sie alle Ihr unverdientes Latinum wieder aberkannt. Okay, Kinder, heute ist Großkampftag. Ihr wisst, wir haben neue Eigentümer. Um 6 besucht uns so ein Executive-Kontrolletti, ein gewisser Herr Hans. Ja, und was erwartet uns? Boah, keine Ahnung, das ist ein Mischkonzern. Die haben Reisebüros, Rennräder, Mundduschen und jetzt eben auch eine Frauenzeitschrift. Wir powern weiter wie immer. Unsere Auflage ist top und solange das so ist, kann uns keiner was. Entschuldigt. Ja, also schmeißt euch in Schale, Fingerfood vom Japaner, wie immer. Ich muss noch mal Moment, kurz weg. Moment, wir haben doch gleich Layout-Abnahme. Könnten Sie das ausnahmsweise machen, Nettie? Ja, klar. Danke, also. Na, jetzt doch ein bisschen sentimental. Ich? Peter, die lykischen Bauern. Wenn ich selbst das nicht mehr erwarten kann. Schau, ich frage in meinem Englisch-Leistungskurs nach den Canterbury Tales. Und die denken, das ist eine amerikanische Kaffeekette. Na, siehst du. Diesem Schulsystem weine ich keine Tränen nach. Und wer verhindert den Untergang des Abendlandes, wenn du weg bist? Willst du nicht doch deinen Ausstand geben? Wenigstens im Kleinen. Aber du kommst morgen auf jeden Fall noch mal hier vorbei, um offiziell Servus zu sagen. Okay? Peter? Ja? Jakob, später, okay? Ich muss... Na, ihr Süßen? Ja. Also, Leonie, das ist heute wirklich nicht der richtige Tag für sowas. Und bitte, lass solche Spielchen wie vorhin mit dem Foto. Ich kann dir doch wohl noch ein Foto von deinen Enkeln schicken, oder? Du weißt ganz genau, was ich meine. Also, was ist los? Du siehst doch, was los ist. Oh, bitte, Leonie, sag jetzt nicht, du hast keinen besonderen Grund. Wenn ich dich normal frage, dann kommst du doch nicht. Patrick und du, ihr wolltet Kinder. Also müsst ihr jetzt auch irgendwie damit klarkommen. Da hast du deinen Grund. Was ist das? Vaterschaftstest? Den hat er einfach hinter meinem Rücken machen lassen. Ist das zu fassen? Patrick ist gar nicht der Vater. Ja, guck sie dir doch an. Sieht davon auch nur eins aus wie ihr. Ja, das habe ich eigentlich auch schon gedacht. Ich dachte halt, die ja, entwickeln sich noch irgendwie anders. Thomas, hallo. Welch seltene Ehre. Hast du Interesse in unserer alten Esszimmeruhr? Ich denke eher nicht. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Mensch, du ganz allein in dem Haus in Kanada. Da fällt dir doch die Decke auf den Kopf. In dem Haus haben deine Mutter und ich die glücklichste Zeit unseres Lebens verbracht. Ja, deshalb musst du hier doch nicht gleich alle Zelte abbrechen. Du verkriechst dich. Das ist es, was du tust. Ja. Es sind ein paar hübsche Bilder von deiner Mutter drin. Erinnerst dich? Das ist nicht fair. Wenn du was zu sagen hast, dann sag's. Mein Flugzeug geht noch heute Abend. Ich hab's eilig. Ich wollte einfach noch mal mit dir reden. Thomas, ich hab dich vor 3 Wochen angerufen. Vor 3 Wochen! Und ich war bis gestern auf der Klimakonferenz in Barcelona. Und das wüsstest du auch, wenn du mal deine Mailbox abhören würdest. Mailbox? Die nächsten Wochen bin ich in Bhutan, im Himalaya. Gletscher beobachten. Eine Nummer, wo du mich im Notfall erreichen kannst, steht hier. Und hier kannst du nachlesen, was wir da so genau machen. Ja. Guten Flug. Dir auch. Thomas? Und von wem sind die Kinder? Der Mann muss dich unterstützen, das ist doch wohl klar. Hat der auch einen Namen? Kann man den anrufen? Du musst das jetzt hier nicht alles managen. Wär's dir lieber, ich würde dir eine Moralpredigt halten. Du willst doch bloß schnell zurück in die Redaktion. Ich muss, Leonie, ich muss. Einmal, ein einziges Mal habe ich ein Problem. Da kannst du doch auch mal hierbleiben und mir helfen. An dem Termin hängt so viel dran. Hättest du dir nicht einen anderen Tag aussuchen können? Ja, hau doch ab, hau ab, komm, geh! Ach. Du wieder bist. Das war eine einzige Nacht in Paris, damals auf diesem Porträtseminar, weißt du? Als Patrick die Kiefer-OP hatte? Ja. Ich mach doch sonst sowas gar nicht. Aber das war so ein wunderschöner Abend, weißt du? Der Typ war so. Wir haben so viel geredet. Und warum hast du denn nicht verhütet? Du hast doch immer gesagt, leb den Moment. Sei nicht so kopfgesteuert, lass dich doch mal fallen. Das bezog sich auf deinen Beruf als Fotografin, das weißt du genau, damit du dir mal was zutraust. Ich meine, Leonie, mein liebes Kind, deiner Wetter. Ja, Mama, können wir die näheren Umstände der Erzeugung bitte einfach außer Acht lassen? Geht das, ja? Also ich fasse zusammen, du hast 3 Kinder von einem Mann, den du nicht kennst. Und wo lebt der? Wo der lebt? Hier in München irgendwo. Hier in München? Und du hast nicht versucht, ihn wiederzusehen? Ach. Leonie, was ist denn los? Was ist denn los, Leonie? Geh da ganz ruhig. Ich werde mich gleich kümmern. Hallo. So, hallo. Wo soll es denn hingehen? Einmal zum Flughafen. Okay, alles klar. Mir geht's doch gut. Ich habe nur zu wenig getrunken. Ja, ja. Ist Ihnen denn noch schwindelig? Was seid ihr denn so nervös? Aber wir sind jetzt hier auch durch. Bitte, du kümmerst dich darum, ja? Kann ich mich drauf verlassen? Jetzt geh schon zu deinem Meeting. Das kann man sich ja nicht mit anhören. Ach, sag das doch bitte nicht so vorwurfsvoll. Frau Rosenau, bitte. Sobald ich Luft habe, komme ich zu dir. Wann soll das sein? Nächstes Jahr? Entschuldigung, aber Sie können noch nicht nach Hause. Und um die Babys muss sich Ihre Mutter kümmern. Nein! Ich bitte? Sie sind ohnmächtig geworden. Da muss ich abklären, ob das organische Ursachen hat. Und außerdem warte ich noch auf die Laborwerte. Das war jetzt nur alles ein bisschen viel. Und wenn Sie bei der nächsten Ohnmacht am Steuer sitzen oder vielleicht gerade kochen? Mama, jetzt geh schon! Nein, nein, sie hat vollkommen recht. Wenn ein Risiko besteht, musst du hierbleiben. Ich schaff das schon irgendwie. Du weißt doch bei einem Baby nicht mal, wo oben und unten ist. Also, morgen kommt die Nanny, dann ist die Kuh vom Eis. Aber für jetzt, Leonie, für jetzt brauche ich eine Lösung. Der Vater der Kinder, wie heißt der? Wie der heißt? Der weiß doch von überhaupt nichts. Jetzt sei doch nicht so verbockt. Thomas. Kennt man vielleicht auch seinen Nachnamen?
Thomas Buchmann. Ich wünsche der gute Besserung, mein Kind. Wiedersehen. Na, dann mal los. Langsamer. Achtung! Wieder mal danke. Dankeschön. Ja, Buchmann hier. Heute im Taxi in der Pinzhammer Straße 22. Tempo 30. Da vorne steht das Schild. Dr. Buchmann? Vater von Thomas Buchmann? Ja, steht vor Ihnen. Ich habe allerdings wenig Zeit. Ja, ich noch viel weniger. Ich habe Ihren Sohn zu Hause nicht angetroffen. Da hat man mich hierher geschickt. Linda Rosenau. So. Das ist die kleine Ava. Das ist der fröhliche Oskar. So. Das ist Elisa. Pardon? Die Wickeltasche, Gläschen, Fläschchen, Reservebodies, Feuchttücher. Entschuldigen Sie, sind Sie nicht ganz bei Trost? Lateinlehrer. Konservativ, pedantisch, schroff. Was? Die Nachbarin Ihres Sohnes ist eine Plaudertasche. Jetzt hören Sie mal zu, so. Sie impertinente Quasselstrippe. Okay. Scheint ja alles zuzutreffen. Ah ja, hier meine Adresse. So hab ich jetzt alles. Frau Rosenau, oder wie immer Sie heißen mögen, ich verstehe nicht ganz. Ja, wissen Sie, lieber Herr Dr. Buchmann, diese kleinen Kiddies hat Ihr Sohn Thomas mit meiner Tochter Leonie gezeugt. Wie? Und da Leonie im Krankenhaus liegt und die Nanny erst morgen kommt und ich jetzt ein wichtiges Meeting wuppen muss, sind Sie jetzt dran? Ja, Herr Dr. Buchmann, ich wäre jetzt da. Kommen Sie sofort. Frau Rosenau, ich wandere gerade nach Kanada aus. Und bevor Sie weitersprechen und mir irgendwelche Kinder vor die Füße stellen, das müssen Sie schon alleine wuppen. Wann geht der Flieger? 21.30 Uhr. Also noch ewig hin. Ah ja, hier die Codekarte von meinem Loft. So, ich bin pünktlich da. Versprochen. Ah. So, bis gleich. Ciao. Nein! Er hat Schürfwunden im Gesicht und an den Armen. Wahrscheinlich Schädel-Hirntrauma. Kreislauf stabil. Identität im Moment noch unbekannt. Das Unfalltaxi ist total ausgebrannt mit all seinen Papieren. Das Einzige, was wir noch haben, ist dieses Foto hier. Er wurde aus dem Wagen geschleudert und der Taxifahrer liegt mit Schädelfraktur im St. Marien. Wie lange haben Sie eigentlich nicht mehr richtig geschlafen? Keine Ahnung. Sehen Sie? Lassen Sie einfach mal so richtig los. Und wir beide sehen uns morgen früh um 9 in meinem Büro. Okay. Die Aufzüge sind da drüben. Danke.
Ich bin schon seit 7 Jahren hier. Ich war Praktikantin, habe aber auch immer privat geschrieben. Möchten Sie? Frau Rosenau hat meine Sachen gelesen und mir eine Chance gegeben. Hier zählt nicht, wer welchen Abschluss hat. Es geht jeden Tag neu los und wehe, eine zieht nicht mit. Ach, da ist sie. Hi, Linda Rosenau. Dann sind Sie Hansen. Freut mich. Der 6 Uhr Hansen, genau. Nettie, können wir Ihnen was anbieten? Eine bessere Rendite? Ja, bitte schön, kommen Sie. Mensch, wo waren Sie denn so lange? Keep cool, jetzt bin ich ja da. Ja, was hast du denn da? Oh, du hast dir denn ein Bäuerchen gemacht. Oskar, na schau mal. Na ja. Wer im Luxus lebt, nicht wahr? Muss das schon aushalten. Oskar, was hast du denn gemacht? Das ist doch mein einziges Hemd. Die anderen sind im Koffer nach Kanada. Da müssen Sie was tun. Können Sie mir bitte verraten, was das hier werden soll? Wir haben hier die Profile vergleichbarer Frauenmagazine, ja? Wenn Sie sich die mal anschauen wollen, ja? Bitte schön. Mit dem wollen Sie uns vergleichen? Da steht doch nichts drin. Bitte die Personalkosten beachten, ja? Das ist ein Bruchteil von dem, was Sie hier haben. Ja, die brauchen auch kein Personal. Das sind 60 Seiten abfotografierte Lippenstifte. Reines Product Placement. Aber das rechnet sich, gnädige Frau, ja? Da wollen wir hin. Bringen Sie mir einen Lifestyle-Designer, Modeschöpfer, Leute wie Van Boon zum Beispiel. Wer sind denn wir? Das kommt überhaupt nicht in Frage, Herr Hansen. Sie kamen vorhin zu spät. Sie wirken gestresst. Vielleicht ist das hier ja auch alles ein bisschen zu viel für Sie. Oh, Sie sind ja einer von den ganz Höflichen. Nein, ich bin einer, für den die Zahlen stimmen müssen. Eins sage ich Ihnen gleich. Hier wird keine Redakteurin entlassen. Warum reden Sie denn immer nur von Zahlen und verstehen meine Argumente? Ja, Rosenau, wir haben Erfahrung. Und weil wir einen guten Umsatz haben. Und dann Elisa, komm. Gib's mir. Keine blanke Busen. Hier, Arbeitsteilung in der Familie. Ja, aber können Sie lesen? Ich bin doch nicht das. Herrschaften, nicht so laut! Ach, Kinder! 1, 2, wo ist das dritte? Oh! Um Gottes Willen, um Gottes... Komm her! Um Gottes Willen! Elisa! Ich halt's nicht aus. Wo bleiben Sie denn, Frau Rosenau? Ja, ich komme. Sorry. Das Meeting war never ending. Wollen Sie einen Smoothie? Was? Das ist so was frisch gepresstes. Aber bitte, Sie können auch ein Bier haben. Ich meine, was fällt Ihnen ein? Wieso gehen Sie nicht ans Telefon? Ich weiß, das war nicht ganz okay. Ich zahle Ihnen gerne ein neues Ticket. Ich habe auch morgen Abend umbuchen können. Aber nur, weil die Dame von der Fluggesellschaft so kulant war. Verzeihen Sie, wenn sich meine Betroffenheit in Grenzen hält. Ich hatte heute einen echt stressigen Tag. Wie lief's mit den Kleinen? Na wunderbar. Sieht man das nicht? Nein.
Diese Sitzgruppe ist original Garbarelli. Konnten die nicht woanders hinsabbern? Verzeihen Sie, wenn sich meine Betroffenheit in Grenzen hält. Herr Dr. Buchmann, es haben schon Menschen vor Ihnen Flüge verpasst. Sowas ist nicht das Ende der Welt. Außerdem habe ich mich entschuldigt. Und wo soll ich schlafen? Von mir aus hier. Ich habe gar keinen Schlafanzug dabei, Frau Rosenau. Wie stellen Sie sich das vor? Ach Gottchen. Und nur zu Ihrer Information, ja? Wenn mein Herr Sohn Kinder in die Welt setzt, dann ist das seine Sache und nicht meine. Und nur fürs Protokoll. Ich habe auch gerade ein paar andere Dinge zu tun. Ja, das merkt man. Mein Gott, Thomas, warum nicht eine ganz normale, ordentliche Familie? Was soll denn das heißen? Und dieses dekadente Sprudelding da draußen, ja, wie aus dem späten Rom. Das historische Resultat dürfte ja wohl bekannt sein. Wow! Gegen Sie war ja mein alter Pauker geradezu ein Revoluzzer. Okay, wenn's nur der Pyjama ist. Pyjama, Schlafanzug. Das schöne deutsche Wort heißt Schlafanzug. Ja, bei der letzten Koksparty liegen geblieben. Das denken Sie doch, oder? Ich denke, Sie sollten Ihre schlüpfrigen Geheimnisse besser für sich behalten. Wissen Sie, von wem ich das habe? Als persönliches Geschenk für eine Reportage, die wir gemacht haben. Vom Dalai Lama. Auch noch Buddhistin. Kann man nicht normal in die Kirche gehen? Nein. Oh Gott, jetzt reicht's aber! Ja, mir reicht schon lange. Seit genau 6 Stunden. Psst! Streit! Das vertragen Sie nicht. Kinder sind da sehr sensibel. Und Sie sind die Spezialistin? Ja. Leonie und ihr Partner haben sich ständig gestritten. Und wenn die mal losbrüllen, dann dauert das Stunden. Warten Sie. Kennen Sie Simon & Garfunkel? Kennen Sie gar die Beatles? Stellen Sie sich das vor. Leonie hat das zufällig herausgefunden. Im Radio lief Sound of Silence. Und schon waren sie ruhig. Also los, das singen wir jetzt. Ach nein, machen wir doch hier nicht zum Affen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a wish and softly creeping left his seats while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Wollte dich so spät nicht mehr stören. Alles im Griff. Küsschen deine Mama. Ja, ja, du hast ja immer alles im Griff. Wollen Sie nicht wenigstens für ein paar Tage verschieben? Wir könnten uns alle, also ich meine, die Kleinen sollten doch Oma und Opa näher kennenlernen. Ja, vielleicht komme ich zur Taufe rüber. Oder halten Sie die Babys symbolisch an den Füßen in den Ganges? Sehr originell. Hören Sie, ich bin auch nicht gerade begeistert. Aber Sie sollten die Existenz dieser Babys zumindest zur Kenntnis nehmen. Das habe ich zu Genüge getan heute Abend, Frau Rosenau. Während Sie... Während ich schamlos meinem Privatvergnügen nachgegangen bin, haben Sie eine Ahnung, was es heißt, eine Zeitschrift zu leiten? Ihr Blättchen, das liest man wahrscheinlich beim Friseur! Vielleicht lesen Sie das Blättchen erst, bevor Sie sich ein Urteil erlauben. Sie ziehen sich jetzt aber hier nicht aus! So. Gute Nacht. Ich gehe dann. Wohin? Ja, ins Hotel. Wie? Und Sie lassen mich mit den Babys allein. Na, das könnte Ihnen so passen. Naja, ich will Sie nicht kompromittieren. Sie bleiben hier. Ach, das ist herrlich. Kommen Sie doch auch rein. Nach einem harten Tag gibt's nichts Schöneres. Nee, nee.
Eher werde ich Mitglied der Kommunistischen Partei. Dann gönnen Sie sich doch noch einen Schluck Leitungswasser. Es gibt keinen Grund, Menschen zu verspotten, die sich für eine weniger hedonistische Lebensweise entschieden haben. Ich versuche nur, dem Bild zu entsprechen, das Sie sich von mir gemacht haben, Herr Dr. Buchmann. So, der Lüft sprudelt. Ah. Ich beziehe jetzt Ihr Sofa. Herr Dr. Buchmann, ich trage einen Badeanzug. Sagen Sie das nicht gleich. Kommen Sie. Im Hotel haben Sie auch keine frischen Sachen. Da können Sie genauso gut das Zeug vom Dalai Lama nehmen. Sie können ruhig ein bisschen mehr abtrennen. Nee, danke. Ich brauche keine 300 Quadratmeter, um zu schlafen. Das Kissen. Oh, danke. Ja. Bitte. Danke. Ich habe übrigens diese Etage 1982 gekauft. Damals noch für ein paar Mark 50. Selbst sanieren lassen. Alles selbst verdient, nichts geerbt. Und immer drin gewohnt. Bitte. Gute Nacht, Herr Dr. Buchmann. Gute Nacht, Frau Rosenau. Schlafen Sie schön. Zu meinem Gespräch mit Herrn Hansen, um es mit einem Hundesprichwort auszudrücken. Er bellte, aber er biss nicht. Jedenfalls nicht so fest, dass es uns wehtut. Gott sei Dank. Für uns ändert sich erst mal gar nichts. Ah ja, in die neue Ausgabe würde ich aber gern noch ein größeres Feature mit reinbringen. Was für ein Feature? Wir begleiten exklusiv die Markteinführung des neuen Parfums von Marius van Boon. Ich habe gerade mit dessen Management gesprochen. Marius van Boon? Das ist doch dieser eitle Pinsel mit dem... Mit dem kleinen Sprachfehler, genau der. Jeans, Underwear, Men's Clothing, Parfum und, und. Na, bravo. Kinder, seht es als Herausforderung. Morgen kommt er zum Interview, Donnerstag ist das Shooting. Und wir sind als einzige Zeitschrift dabei. Also, Ladies, an die Arbeit, viel Erfolg. Linda? Ja? Ganz ehrlich, ist das der Anfang vom Ende? Kommen Sie denn darauf, Nettie? Lass dich niemals kaufen. Oberste Regel, haben Sie uns immer gepredigt. Was heißt denn hier kaufen? Der Van Boon-Konzern zahlt uns Geld, damit wir schön fett berichten und bitte nichts Kritisches schreiben. Das sehe ich doch richtig. Mein Gott, das ist ein Parfum. Das tut keinem weh. Ich dachte, mit Hansen gibt's kein Problem. Ja, der muss jetzt ein bisschen rumkläffen und dann geht alles ganz normal weiter. Linda. Ich brauche diesen Job. Sonst schaffe ich das nicht allein mit meinem Sohn. Wenn sich irgendwas abzeichnet, sagen Sie mir bitte frühzeitig Bescheid. Nettie, Sie sind meine beste Journalistin. Was soll sich denn da abzeichnen? Und mein Artikel zur häuslichen Gewalt? Da bleibt natürlich drin, was denn sonst? Gut. Übrigens, den Fleck habe ich auch immer an der Stelle. Wo? Das Teil kommt frisch aus der Reinigung. Na, dem werde ich was erzählen. Ich dachte, weil Ihre Tochter doch gerade Nachwuchs bekommen hat. Da mache ich schön einen Bogen rum. Die Powerfrau ohne Privatleben. Die Nacht war gut. Kinder haben durchgeschlafen. Ja, so ist es immer. Eine gute und eine schlechte Nacht. Ich habe vorhin Patrick getroffen. Der hat schon alles ausgeräumt aus der Wohnung. Er zieht jetzt wieder zu seiner Mutter hier. Er bittet darum, nicht von dir angerufen zu werden. Übrigens, dein Thomas ist gerade auf Reisen. Und wo sind die Kinder? In meinem Loft. Bei Dr. Buchmann, seinem Vater. Den habe ich bereits kennengelernt. Der kümmert sich bis drei um die Babys, danach übernimmt die Nanny. Und dann wandert er nach Kanada aus. Und was? Wie? Ist der? Gewöhnungsbedürftig. Ach, ja. Süß, nicht? Ja, ja. Du schläfst mit ihm in Paris. Du hattest eine wundervolle Nacht.
Du kannst ihn nicht vergessen. Er wohnt bei dir direkt um die Ecke. Aber alles bleibt wie bisher. Du bleibst bei Patrick. Du hast dich nie bemerkbar gemacht. Er doch auch nicht. Ich bin manchmal abends bei seiner Wohnung vorbeigegangen. Vielleicht hat er eine Freundin. Hat er nicht. Und als du merktest, dass du schwanger bist? Patrick hätte auch der Vater sein können. Weißt du eigentlich, wer Thomas Buchmann ist? Wenn die bei der UNO was über Gletscher wissen wollen, dann fragen sie ihn. Und daneben ich, Leonie Rosenau. Was soll das denn heißen? Du bist bildhübsch. Du bist klug, du hast Humor. Du bist meine Tochter. Ja, eben. Ich bin so verkorkst, mich kannst du doch niemandem zumuten, außer einer Schnarchnase wie Patrick. Hm. Naja, also bitte. Ich krieg doch schon die Krise, wenn nur jemand zur Tür rausgeht. Wegen meiner Verlustängste. Und dann jemand wie er, der ständig unterwegs ist. Wie hätte das funktionieren sollen? Ja, und schuld bin natürlich ich. Wie in allem, was in deinem Leben nicht klappt. Das ist ja praktisch. Brauchst du dich gar nicht erst anzustrengen. Du musst mir jetzt vorwerfen, dass ich nicht die Superkarriere mache wie du? Quatsch, es geht doch nicht um Superkarriere. Aber manchmal muss man seinen Hintern auch hochkriegen und kämpfen. Selbst ist die Frau, ne? Das hast du mir schon eingeläutet, da war ich noch nicht mal im Kindergarten. Leonie? Wo bleiben Sie denn? Wir waren verabredet. Entschuldigung, ich komme. Ja, ich melde mich später. Die Gesamtrabenmutter muss leider zur Arbeit. Herr Dr. Buchmann. Ach, ja, guten Morgen. Probleme? Nein, nein, ich habe den meinen Haustürschlüssel verlegt. Alter. Schönen Tag noch. Jakob. Bist du zu Hause? Du wolltest dich doch noch an der Schule verabschieden. Ja, Peter, was kann ich für dich tun? Du, ich stehe vor deiner Wohnung. Ich wollte dich abholen. Wo steckst du denn? Du, ich bin nicht mehr in Deutschland. Ich bin gerade in Vancouver gelandet. In Vancouver? Ja, weißt du, in dem kleinen Häuschen, in dem Franziska und ich immer waren. Ich will hier meinen Lebensabend verbringen. Wie? Deinen Lebensabend verbringen? Ja, das tut mir leid, dass ich dir das nicht gesagt habe. Ich fand die Gelegenheit nicht dazu. Peter? Ja, Peter, ich höre dich nicht mehr. Weißt du, wie lange wir befreundet sind? Und jetzt haust du einfach ab. Meine Güte. Peter, ich habe keinen Empfang, ich höre dich nicht mehr. Ja, komm. Hau ab. Ja, hier ist Buchmann. Der Vater von Thomas Buchmann. Ich müsste unbedingt meinen Sohn sprechen. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, junge Frau. So, Kinder. Schaut mal, das ist die, wie? Sandy. Die Sandy ist das, ja, und die wird sich um euch kümmern. Ich bin quasi schon weg, ja, ich bin schon in Übersee. Bitte. Hallo, ihr Kleinen. Ich bin die Sandy. Aber in Wahrheit
bin ich der große Löwe aus dem Dschungel. Ich komme mit meiner großen Pranke. Roar. Und der große, fette Elefant mit seinem langen Rüssel. Und der spritzt euch alle ganz nass. Das sieht alles sehr gut aus. Dann kann ich nach Hause? Nein. Ich möchte mit Ihnen noch einige Tests machen, bevor ich Sie wieder da rausschicke. Sicher ist sicher. Aber ich fühle mich wieder fit. Sie haben da irgendeine Baustelle, die Ihnen Energie abzieht. Energie, die Ihnen fehlt. Ich habe Drillinge zu versorgen. Können Sie sich ungefähr vorstellen, was das heißt? Leonie, man wird doch nicht einfach so ohnmächtig. Das kann auch seelische Gründe haben. Wenn Sie mit jemandem reden wollen, dann kommen Sie einfach vorbei. Ich bin für Sie da. Gut. Tschüss. Auch wenn Sie mich nicht hören können, Ihnen wird es bald besser gehen. Glauben Sie mir. Kann ich Ihnen helfen? Was ist ihm denn passiert? Verkehrsunfall. Leider kennen wir seinen Namen nicht. Seine ganzen Sachen sind verbrannt, bis auf das Foto da draußen. Liegt er im Koma? Ja, aber sowas haben wir öfter nach den Unfällen. Das Unterbewusstsein zieht dann einfach einen Stecker raus. Quasi so eine Art Schutzfunktion. Und nach ein, zwei Tagen wachen die von alleine wieder auf. Ich muss dann mal weitermachen. Entschuldigung. Also hier ist die Phalanx der Karthager und hier waren die Römer. Und wie ihr seht, haben die Römer eine viel zu kleine Flotte. Die Karthager waren zahlenmäßig den Römern ja eigentlich überlegen. Aber die Römer, die haben eine Art Leiter erfunden. Corvus heißt das auf Lateinisch, ja? Wiederholen, Corvus. Und mit dieser Leiter konnten diese Römer auf die Schiffe der Karthager steigen und haben damit die Seeschlacht gewonnen. Was machen Sie denn noch hier? Linda, so geht das nicht. Sie sind ja doch an diesem spätrömischen Sprudel. Ja, zu Unterrichtszwecken. Linda, dieses Kindermädchen. Ja, wo steckt sie überhaupt? Ich habe sie nach Hause geschickt. Die Frau kam von einer angesehenen Agentur. Ich rufe da gleich an. Ja? So, mein Lieber. Peter? Dein Freund Peter, genau. Entschuldige, ich hatte vorhin kein Netz. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr mit dir reden. Ja, ja, das verstehe ich ja, dass du wütend bist, aber... Ah ja? Wirklich? Du musst mich unbedingt hier in Vancouver besuchen. Es ist wunderbar. Am Pazifik. Hör mal, die Brandung. Peter, ich habe kein Netz mehr. Ich melde mich später. Ciao. Hallo? Hallo? Haben Sie Ihren Sohn jetzt endlich erreicht? Nein, leider nicht. In Bhutan gibt es kein Mobilnetz. Haben Sie das gewusst? Nee. Und seine Arbeitgeber konnten ihn vor Ort nicht erreichen. Und was heißt das bitte? Ich habe meinen Flug nach Kanada vorläufig storniert, bis ich was von ihm höre. Irgendjemand muss ja die Familie vertreten. Ja dann, willkommen auf meinem Sofa, Jakob. Nein, 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 nein. So einfach ist das nicht. Sie übernehmen jetzt die Kinder. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Oh, nein, 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 nein. Sie haben die Nanny gefeuert. Ich muss noch ein Feature vorbereiten. Sie meinen einen Artikel, ja? Ja, über Marius van Bohnen, den Modezar. Haben Sie schon mal was von ihm gehört?
Wir bereiten die Markteinführung seines neuen Parfums vor, exklusiv. Ich hatte angefangen, Sie für eine seriöse Journalistin zu halten. Ich habe einige Ihrer Artikel gelesen, muss sagen, Respekt. Allerdings hatte ich ein paar grammatikalische Unsauberkeiten festgestellt, die habe ich dann angemerkt. Ein paar ist gut. Herr Dr. Buchmann, ich bin nicht mehr in der Schule. Ich gebe seit Jahren erfolgreich diese Zeitschrift heraus. Ich weiß, Sie unterstützen diesen Herrn Van Dingsbums mit seinen Nackten. Wissen Sie, was wir sind? Ein Besserwisser. So ein richtiger Lehrer. Striche an den Rand machen, Noten geben, das können Sie. Aber das ist auch einfach, wenn man in der sozialen Hängematte liegt. Frau Linda, bei allem Respekt. Respekt? Sie reden von Respekt. Sie kennen mich überhaupt nicht und nörgeln ständig an mir herum. Ich verbitte mir das. Und ich verbitte mir die Hängematte. Sie aufgeblasene Medientussi, Sie. Sie. Selbstgerechter. Ja. Dinosaurier. Oh. Ja. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a wish and softly creeping left his seats while I was sleeping, and the vision that was planted. Wollten Sie zu mir? Nein, ich laufe nur so rum. Na, dann kommen Sie mal rein. Na, ich habe immer wieder einen Traum. Ich wache nachts auf und laufe durch die Wohnung. Alles ist dunkel. Und ich gehe ins Schlafzimmer meiner Mutter. Mutter. Aber die ist nicht da. Da steht auch gar kein Bett. Da steht nur so ein Koffer. Und da setze ich mich rein und warte. Und wie geht es Ihnen damit? Hier drin und keinen Mucks, bitte. Und dieser Controletti Hansen. Ja, was? Psch, ganz ruhig. Psch. In der Redaktion waren Sie ja nicht. Hm? Habe ich mich einfach mal ins Taxi gesetzt. Oh, nicht schlecht. Ich störe Sie doch nicht, oder? Aber nein, ich liebe unangemeldeten Besuch. Wir hatten doch alles Wichtige geklärt, Herr Hansen. Mhm. Frau Rosner. Oh. Hübsch. Oh. Frau Rosner, jetzt mal ganz ehrlich. Warum bitte, warum wollen Sie sich diesen ganzen Stress überhaupt noch antun? Ich meine, Sie haben es doch schön hier. Wenn Sie mich rausekeln wollen, dann sehen wir uns vor dem Arbeitsgericht. So einfach ist das. Niemand bestreitet Ihre Verdienste. Ich meine, Sie machen das jetzt wie lang? 20 Jahre? Klar, die Marlene ist Ihr Baby. Ja, aber? Aber Sie sind nicht mehr die Jüngste. Und wenn man so lange dabei ist, fällt es doch sicher schwer, alte Zöpfe abzuschneiden. Hm? Herr Hansen, hier werden überhaupt keine Zöpfe abgeschnitten. Wir haben eine Marge vereinbart und die halte ich ein. Wissen Sie, dass wir Marius van Bohnen im Blatt haben? Exklusiv. Ja, das wissen wir. Das befürworten wir auch. Na ja, dann ist ja alles klar. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Noch einen kleinen Moment. Frau Rosenau, ich warne Sie.
Wenn Sie denken, Sie könnten uns hier jetzt so ein Zückerchen hinschmeißen, ja? Und dann weitermachen wie bisher. Hallo, there is Dr. Buchman from New York Mirror. Yeah, Frau Rosenau, we haben Ihnen ein Angebot gemacht. And please call me back. I don't know what you... Ich weiß nicht, was Sie verdienen in Ihrem Job, aber ich pay the double price. Okay? Please call me back. Tja. Hoffentlich erkennt mich niemand. Offiziell bin ich in Kanada. Dr. Buchman. Was in Ihnen alles schlummert? Irgendjemand muss ja dem Pflege Einhalt gebieten. Auch noch auf Englisch, was Sie gar nicht mögen. Ich mag nur keine unnötigen Anglizismen. Crazy, hip oder cool. Okay, aber die Smoothies heißen nun mal so. Ja, die schmecken auch nicht schlecht. Dr. Buchmann, so gute Laune hatten Sie ja noch nie. Ja, lassen Sie sich die bloß nicht von meiner Tochter verderben. Die will ich jetzt endlich mal kennenlernen. Ja. Ah, Leonie! Wisst ihr das? Ja. Da seid ihr ja, meine Süßen. Hallo, Oskar. Mein Schatz, hallo, Elisa. Hey. Hallo, Arma. Leonie, darf ich dir Dr. Buchmann vorstellen? Ja, freut mich sehr. Danke. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Mein Sohn lässt sich ja leider Zeit. Wir kennen uns aber, oder? Vielleicht waren Sie in meiner Schule. Nein, ich habe meine Jugend im Internat verbracht. Ja, wo ich Sie natürlich zitternd und schreiend hingefahren habe. Hinfahren hast lassen. Glauben Sie nicht alles, was sie Ihnen über mich erzählt. Aber ich muss sowieso aufhören, alles immer zwanghaft im Kontext mit dir zu sehen. Sagt wer? Meine Therapeutin. Na, dann wird's ja stimmen. Hallo? Was will der haben? Luftbefeuchter. Ja, bin gleich da. Also, entschuldigt mich, ich muss weg. Hallo. Wann kann ich Sie heute Abend erwarten? Ja, gegen 6, wie immer. Aber pünktlich, ja? Ja. Wie sieht's denn hier aus? Luftbefeuchter? Wozu soll das gut sein? Maestro bekommt leicht Halskratzen. Wir haben 4 Seiten mit Sonderwünschen gefaxt. Okay. Informationen über Van Boon finden Sie auf Ihrem Schreibtisch. Ziemlich dünn. Die Privatsphäre wird total abgeschottet. Na klar, die verkaufen ein Image. Dann können wir doch gleich die Pressemappe drucken. Das ist ja wohl auch der Sinn der Veranstaltung. Wir machen hier ein professionelles Interview, wie mit jedem anderen auch. Es wäre ja noch schöner. Kinder, der Mann ist sehr empfindlich. Und wie man weiß, hat er einen Sprachfehler. Wenn einer von euch lacht, ich schwöre euch, die kann sich die Papiere holen. Noch einen für die Mama? Ja, fein. Einer für den lieben Onkel Sokrates. Ja. Und einen für den Opa? Da muss man ja richtig kreativ sein. Nimm mal 3. Ja. Magst du vielleicht noch einen für den Onkel Platon? Hm? Ja, also. Sie sind Humanistin, ja? Einen für den Aristoteles? Ja. Ein braves Mädchen. Hm? Und eins für den Opa? Nein, er mag nicht. Vielleicht für die Mama? Hat denn Thomas mal von mir gesprochen? Wir sehen uns nicht so häufig. Warum nicht? Wir haben unterschiedliche Auffassungen von Pflichtgefühl und Verantwortung. Ich hatte das Gefühl, dass er sich sehr verantwortlich für vieles in der Welt fühlt. Kennen Sie ihn denn? Bei Tageslicht. Sie machen es den Menschen nicht gerade leicht, oder? Vergessen Sie es. Ich bin ein altes Fossil. Passt nicht mehr in diese moderne Welt. Will das alte Fossil denn vielleicht mal ein Foto von uns machen? Ja. Das ist schön. Van Boon Biografie. Biografie Vater. Und? Bringt nicht viel, immer nur dieses hohle PR-Blabla. Nein, nicht wenn man tief genug gräbt. Kommen Sie mal her, Nettie.
Sein Vater war Luftwaffengeneral. Und? Ich bitte Sie, Stretch-Limo, Models im Arm, der Mann kompensiert doch was. So, meine Mäuse. Tschüss. Ich komme bald wieder nach Hause, ja? So, auf Wiedersehen. War ein schöner Nachmittag, ich danke Ihnen. Naja, ich danke Ihnen auch. Wiedersehen. Tschüss. Guck mal, der Opa mit den Ringen. Ja, das ist süß. Hallo? Nur eine Frage. Was ist denn Ihre Mutter so am liebsten? Leberkäse mit Bratkartoffeln? Nicht Schrems und Kaviar? Sowas kriegt sie doch genug auf den Empfängen und Partys. Leberkäse und Bratkartoffeln. Danke für den Tipp. Aber verlieben Sie sich nicht in meine Mutter. Wieso? Für die gibt's nur die Zeitschrift. Herr van Bohnen, es ist mir ein großes Vergnügen, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Der Duft ist wie ein Fingerabdruck. Es gibt keine zwei gleichen auf der ganzen Welt. Ja, genau so steht es auch hier in Ihrem Folder. Identität, Individualität und Intimität für die Frau in den besten Jahren, welche auch immer das sein mögen. Fit, aktiv, sexy, mysteriös und urban. Genau so ist es. Und die Parfümkampagne schließt ja dann ästhetisch auch sehr, sehr eng an Ihre überaus erfolgreiche Jeans-Kampagne an. Ja, aber was uns bzw. den Leser noch viel mehr interessieren würde, ist der Mensch Marius van Bohnen. Moment, davon stand nichts in meinem Agenda. Ihr Vater war General der belgischen Luftwaffe und Sie sind der jüngste von 12 Brüdern. Da hören Sie nicht zu, das Interview ist zu Ende. Herr van Bohnen, es wäre schön und sicher sehr spannend, wenn die Welt mal eine andere Facette von Ihnen zu sehen bekäme. Das ist eine Riesenchance. Die Welt würde Sie mit ganz anderen Augen sehen. Und Sie sind ja eigentlich ein Künstler. Und was für einer. Also gut. Marias et Marie, et dans eux, et les orchestres sont prêtes. Als ich 7 war, hatte ich einen kleinen Spielkameraden, einen Pudel. Er hieß Benny. Und ich hatte Benny. Ich weiß, wir hatten 6 gesagt, aber es ging wirklich nicht früher, Jakob. Guten Abend, Linda. Was machen die Kleinen? Schlafen. Sie haben ja gekocht. Jakob, auch noch Bratkartoffeln mit Leberkäse. Ja. Ich konnte die leider nicht 3 Stunden warm halten. Aufgewärmt schmeckt das doch genauso lecker. Papa ist noch viel besser. Draußen in der Küche ist noch eine Pfanne. Ach, ja, ja, ist ja klar. Der schwarze Peter landet natürlich bei mir. Es wäre hübsch gewesen, wenn Sie mich angerufen hätten. Oder machen das emanzipierte Powerfrauen nicht? Was soll das denn nun wieder? Ich hab's schon verstanden. Aber keine Angst, ich will Ihre persönliche Freiheit mit meinen Bratkartoffeln nicht einschränken. Ich steckte bis vor einer halben Stunde noch in einem sehr schwierigen Interview mit Marius van Bohnen. Der arme Kerl hat so gestottert, der hat um jeden Buchstaben gekämpft. Dann soll er Ovid lesen und nicht die Stadt mit seinen Nacken verschandeln. Latein ist gut für die Phrasiologie, das kann ihn jeder Logopäde bestätigen. Der Mann wird völlig verkannt. Ich dachte, diese Luftbefeuchter seien so eine Künstlermarotte. Nein, das ist ganz tragisch. Er wurde von seinem Vater als Kind in den Heizungskeller gesperrt. Er verträgt keine trockene Luft. Ja, wie gesagt,
In der Küche ist noch eine Pfanne. Mach Ihnen was warm. Was hat dieser Hansen eigentlich gegen Sie? Die wollen mit der Zeitschrift in eine andere Richtung. Dabei stehe ich im Weg. Meine Mädels wissen gar nicht, was sich da zusammenbraut. Hier, das ist das Problem. Inhalte kosten Geld. Das muss ich auch noch ölen. Lifestyle und Fashion sind billiger. Damit vergrault man zwar auf Dauer die Leserschaft, aber das interessiert diese Rendite-Freaks ja nicht. So. Und jetzt kommen Sie mit mir in das dekadente Sprudeldings. Na, kommt gar nicht in Frage. Das war der beste Leberkäse meines Lebens. Sie wollen mir doch nicht die Revanche verwehren. Doch. Also, auf das späte Rom. Nein, darauf trinke ich nicht. Immer noch nicht. Bedauere, aber es ist nicht ganz so dekadent, wie es von außen aussieht. Es wird noch besser. Sie lieben es ja jetzt schon, das sehe ich Ihnen doch an. Ja, ich finde, es ist nicht ganz unangenehm. Ich finde, wir sollten uns jetzt endlich duzen. Gern. Also, Linda. Jakob. Entschuldige, Linda. Thomas Arbeitgeber. Ja, Buchmann. Nochmal Schulz, Ihr Sohn ist immer noch nicht aufgetaucht. Immer noch nie. Er war gar nicht im Flugzeug. Ja. Wir melden ja, uns, wenn wir danke. Näheres wissen. Dann weiß ich Bescheid. Und? Wir haben jetzt endlich jemand vor Ort in Bhutan erreicht, aber der Thomas, der war nicht da, der war nicht mal im Flugzeug. Bitte, wie ist das denn möglich? Das ist typisch Thomas. Ich würde trotzdem bei der Polizei nachfragen. Wenn irgendwas wäre, die könnten dich ja nicht mehr erreichen. Wo ist die nächste Polizeistation? Hier ganz in der Nähe, da um die Ecke. Jakob, bist du noch da? Vielleicht sind die das noch mal.
Linda Rosenau am Handy von Jakob Buchmann? Peter Moll hier. Ich bin ein Freund von Jakob. Ja toll, dass der in Kanada schon jemand kennengelernt hat. Nein, der ist noch nicht in Kanada, der ist hier in München. Soll er Sie zurückrufen? In München? Das kann nicht sein. Doch, der ist gerade zur Tür raus. Kann ich ihm was ausrichten? Ja. Moment. Da müssen Sie mir jetzt mal was erklären. Dieser Hund. Und, hast du was erfahren? Nein, wir wissen auch nichts. Wahrscheinlich hat er den Flug verpasst und dann ein neues Flugzeug genommen. Typisch Thomas. Nee, der wird sich sicher noch melden. Du, Jakob, was hältst du denn von deinem kleinen Abendspaziergang? Jetzt noch? Mit denen? Ja, die können wir ja nicht allein lassen. Wie war es eigentlich mit Leonie? Du hast mir gar nichts erzählt. Oh, wir haben uns nett unterhalten. Tatsächlich? Ja. Warum nicht? Weil mir das nie gelingt. Das hast du doch erlebt. Ich kann sagen, was ich will. Sofort Hagelsvorwürfe. Und ich bin da gleich auf 100. Das erinnert mich an Thomas. Manchmal steht er vor mir und ich weiß nicht, ob ich ihn umarmen soll oder ihm eine knallen soll. Und seine Mutter, also deine Frau? Seid ihr geschieden? Nein, nein. Meine Frau ist gestorben an Krebs. Vorher waren wir eine ganz normale Familie. An dem Tag, an dem meine Frau ihre Diagnose erfahren hat, ist Thomas zu seiner allerersten Expedition aufgebrochen. In die Antarktis. Und als ich ihn endlich erreicht habe, da war meine Frau schon längst unter der Erde. Er kann nichts dafür, aber ich habe seitdem Probleme, mit ihm zu sprechen. Und wie ist das mit deinen Männern? Ich habe keine Zeit für Männer. Ich habe Deadlines. Komm, gehen wir einen anderen Weg. Das hier ist meine alte Schule. Das ist deine alte Schule? Ja. Aha, da brennt ja Licht. Um die Zeit ist aber kein Unterricht mehr. Ist ja reine Energieverschwendung. Ja, ja. Habt ihr keinen Hausmeister? Doch, doch, aber der ist sehr schlampig. Ist da nicht eine Tür offen? Ja, tatsächlich. Da kann ja jeder in die Klassenräume. Ich gehe da mal rüber. Wir lassen hier das Licht an. Halt! Hier geblieben. Das ist die gerechte Strafe. Die Brandung. Oh, die Brandung. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, mein Lieber. Wir haben eine kleine Feier für dich auf dem Schulhof vorbereitet, aber du warst ja nicht da. Also holen wir das jetzt nach. Ne? Ich habe gesimst, gemailt und getwittert, was das Handy hergab. Und innerhalb einer Stunde hatte ich sie alle da. Eins, zwei, drei. Gaudiamus igitur, jubel es um sumus. Gaudiamus igitur. Er rief an, als du gerade weg warst. Ich dachte, es sei noch mal wegen Thomas. Ich danke euch. Danke euch. Obwohl es heißt nicht honestam, ehrenvolles, sondern molestam, schwerliches Alter. Auf deinen Ruhestand. Apropos. Jawohl. Danke. Oh, Entschuldigung. Linda Rosenau? Ja, Dr. Lanius hier. Ich wollte Sie nur informieren, dass Leonie nicht auf ihrem Zimmer ist. Und ihre Sachen sind auch weg.
Sie hat sich nicht abgemeldet. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ja. Jakob, entschuldigt. Das war eben die Ernste. Leonie ist nicht im Krankenhaus. Ich muss schauen, was da los ist. Du kannst dich feiern. Malan, das ist eine entfernte Bekannte. Leonie? Mama, wie bist du denn reingekommen? Ich hab da noch deinen Ersatzschlüssel. Hast du die Kinder mitgebracht? Ja, die hab ich schon ins Bett gebracht. Die Mädchen schlafen. Markus Gas wie immer nicht müde zu kriegen. Warum bist du nicht im Krankenhaus? Was soll ich denn da? Mir geht's gut. Ich will zu den Kindern. Leonie, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Du solltest dich schonen. Und in Ruhe abwarten, bis dein Thomas wieder auftaucht. Es ist völlig egal, ob der da ist oder nicht. Das ändert überhaupt nichts. Das ändert sehr viel. Du hast doch gesagt, da ist Liebe im Spiel. Ja, so wie bei dir und meinem Vater damals, hm? Dein Vater war ein ausgeflippter Künstler, der irgendwann nach Indien verschwand, um in die Weltseele einzutauchen. Das kannst du wohl kaum miteinander vergleichen. Ich weiß, Mama, bei dir war immer alles ganz anders. Leonie, warum ist das immer alles so? Ich war eine Nacht im Bett mit dem Mann. Leonie, ich... Ach, meine Güte. Ich will doch nur, dass du... dass meine Tochter glücklich wird. Mama, was ist los mit dir? Mit mir? Nichts. Was soll denn los sein? So emotional warst du zuletzt zur Einweihung der Redaktion. So ein Quatsch. Ich bin einfach kaputt und müde. Irgendwas ist mit dir. Irgendwas ist mit dir. Mama. Thomas ist nicht im Himalaya. Bitte? Mama, ich will auf gar keinen Fall, dass er weiß, dass es mehr für mich war als ein One-Night-Stand, ja? Du bist dein einziges Nervenbündel. Jetzt sei ganz ruhig. Er wird dich schon mögen. Die Einzige, die dich nicht mag, bist du selbst. Ich mein's ernst. Entsprechend gut. Ja, gut. Sie können gerne reingehen. Da bin ich froh. Dankeschön. Papa. Warum bist du nicht in Kanada? Warum bist du nicht in Bhutan? Hm? Tja. Wie geht's dir? Geht schon. Hatte einen kleinen Unfall. Ja? Alles halb so wild. Kann ja passieren. Kommt eine Überraschung für dich. Es hat ein paar kleine Folgen gegeben. Folgen? Mhm. Also hier ist deine Tochter Ava. Meine Tochter? Ja, und das ist meine Mutter. Und das ist unsere kleine Elisa. Deine andere Tochter. Und das ist der Oscar. Dein Sohn. Das sind drei gute Gründe, Verantwortung zu übernehmen.
Endlich. Also... Moment, Moment, jetzt wartet mal. Was habe ich dir gesagt? Leonie. Leonie, warte! Ihr kümmert euch um die Babys. Leonie! Guck mich bitte nicht so an. Du bist ein Holzkopf. Lass den armen Kerl doch erst mal zur Besinnung kommen. Leonie! Er will nichts von mir wissen, das hast du doch gesehen. Stell dir vor, du wachst auf und hast plötzlich drei Kinder. Du gehst mit ihnen morgen. Was? Was macht der? Also niemand unternimmt was. Ich bin gleich da. Leonie! Betty, was ist los? Er hat sich einfach die Textmappen gekrallt. Ich konnte nichts machen. Herr Hansen, es gibt gewisse Anstandsregeln. Und noch ist das mein Büro. Verlassen Sie augenblicklich den Raum. Und alles begann mit Benny. Sind Sie noch ganz bei Trost? Vielleicht lesen Sie erst mal das ganze Interview. Das habe ich gerade. Diesen Quark werden Sie jedenfalls nicht drucken. Da können Sie Gift drauf nehmen. Aha. Und warum nicht? Sowas will doch keiner lesen. Schließlich wollen wir mit der Marke weiterarbeiten. Van Bohnen hat das Interview ausdrücklich autorisiert. Ich zeige Ihnen gern die Unterschrift. Und wenn er wieder bei klarem Verstand ist, verklagt er uns. Was glauben Sie denn, was ein Management dazu sagen wird? Das ist mir offen gesagt ziemlich egal. Und das hier geht gar nicht. Dieser Käse mit der häuslichen Gewalt. Das ist doch Abstoß. Ja, das hat häusliche Gewalt nun mal so an sich. Na dann, Frau Nettersbach. Und tschüss. Nettie, wir reden gleich. So, die können Sie gleich vor die Tür setzen. Das ist ja wohl hier die Psychotante vom Dienst. Hm? Frau Nettersbach ist eine ausgezeichnete Journalistin. Und ich werde mich ganz sicher nicht... Die Dame wird gehen. Wenn Sie mit ihr gehen wollen, bitte. Das ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie mich erpressen? Herr Hansen? Frau Rosenau. Es gibt eine neue Linie in dieser Zeitschrift. Ob Ihnen das nun passt oder nicht, zeigen Sie mir, auf wessen Seite Sie stehen. Ansonsten kann ich auch gerne unseren Justiziar anrufen und wir lösen Ihren Vertrag auf. Stecken Sie Ihr Handy ein. Kannst stolz sein auf deine Kinder. Mhm. Und? Wie stehst du zu Leonie? Gefällt sie dir als Frau? Sie ist toll. Ja, das finde ich auch. Die passt zu dir. Und? Kann das was werden mit euch? Ja oder nein? Ja. Ja, sicher schon, aber... Oh Mann, ich glaube, ich schaffe das nicht mit den Babys. Das geht nicht. Ich bin immer unterwegs. Ich bin nie zu Hause. Ich kann mich nicht kümmern. Das weißt du doch. Das ist genau das gleiche wie damals mit Mama bei der Beerdigung. Ja, dann machst du mir heute noch Vorwürfe. Ja, dann muss ich jetzt den Beruf wechseln, oder? Ich weiß auch nicht. Thomas, ich helfe dir, wo ich kann. Ich nehme auch mal die Kinder, ja? Ich denke, du willst nach Kanada. Ja, das... Das muss ich mir noch mal überlegen. Auf alle Fälle mache ich dir keine Vorwürfe. Egal, was du machst. Ja? Papa, was ist denn los mit dir? Ich war doch nur ganz kurz bewusstlos. Frau Nettersbach, das wird ein ernstes Gespräch. Ich will aber vorausschicken, dass ich... Und deswegen bin ich gezwungen. Kann mich auch nicht dagegen wehren. Aber in Susanne, dass wir uns trennen. Linda, das bist du nicht. Das passt nicht zu dir. Und das weißt du genau? Das mit dem Interview, das habe ich ja noch verstanden. Aber dass du alles Interessante rausstreichen musst und dass du gezwungen wirst, deine beste Redakteurin zu entlassen,
Da bleibt ja nichts mehr übrig. Ach was, solche Phasen gibt's immer mal. Ja, sorry, dass die Welt, in der ich mich bewähren muss, nicht so perfekt sortiert ist wie deine. Mit all den ausgestorbenen Poeten und den Moralvorstellungen aus Urgroßvaters Zeiten. Ach, Linda. Du baust immer eine Schutzwand um dich auf. Eine dicke Mauer aus, entschuldige bitte, aus Bildungsdünkel und Latein. Aber jetzt sag ich dir mal was. Pantare, alles fließt. Das ist Griechisch, von Heraklit. Ich weiß, dass das Griechisch ist und von Heraklit. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Die Welt ist ein einziges verworrenes Durcheinander. Gutes, Böses, Schönes, Hässliches. Mal bist du oben, mal bist du unten. Aber der Sinn, Jakob, der Sinn ist, bei der ganzen Sache irgendwie mitzumachen. Und sich nicht außerhalb zu stellen und alles besser wissen zu wollen. Mit deiner Zeitschrift habe ich trotzdem recht. Und was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Alles hinschmeißen, damit die anderen Redakteurinnen auch noch auf der Straße stehen? Und jetzt entschuldige mich bitte, das Shooting fängt gleich an. Das Shooting? Ja, das Shooting. Auch wenn es deinem Ovid wahrscheinlich nicht gepasst hätte. Ich hätte doch auf Leonie hören sollen. Wieso? Sie hat mich gewarnt, mich in dich zu verlieben. Jetzt weiß ich warum. Wir beide leben in verschiedenen Welten, Herkunft. Oder? Ich stelle dir die Kids vor die Füße und hau wieder ab. Ich bin total verkorkst. Ich auch. Nein, ich meine, ich bin ein Fall für den Psychiater. Ich bin beziehungsunfähig, von Schuldkomplexen zerfressen. Ja, klar. Seit Paris habe ich mindestens 100 Mal vor deiner Tür gestanden und nicht geklingelt. Ich stand vor deiner. Was? Quatsch, oder? Kein Quatsch. Ich musste immer an dich denken. Warum hast du nichts gesagt? Weil ich so feige bin. Ich bin totaler Schisser. Sind wir krank oder krank? Total krank. Es ist mir ein großes Vergnügen. Sie erinnern mich an meine Mutter. Mächtig aufgeregt. Toi, toi, toi. Christian, Sie wissen Bescheid. Oh, Frau Rosenau, vom Winde verweht.
Darf ich Ihnen meine Arbeitgeber vorstellen? Das hier sind die neuen Eigentümer der Marlene. Rosenau. Guten Abend. Guten Abend. Ja, die Herrschaften wollen ein bisschen in die Praxis reinschnuppern. Das kann nicht schaden. Frau Rosenau und ich haben ein paar kleinere Richtungsdebatten geführt, was legitim ist. Aber das ist ja nun ausgestanden. Ach so? Ja, ist ausgestanden. Und wir können getrost nach vorne schauen. Ich wünsche viel Vergnügen. Ja. Das mit dem Interview habe ich mit Van Bohnens Management geklärt. Die ganze Sache ist vom Tisch, ja? Einfach nicht mehr drüber reden. Und wenn er darüber reden will? Soll er aber nicht in unserer Zeitschrift. Schon, sehr schön. Danke. Merveille, merveille. Dann legen wir los. Und, jawohl, sehr schön. Stopp, auf keinen Fall. Gehen Sie bitte weiter. Hallo, kann jemand mal für Licht sorgen? Das muss doch möglich sein. Linda? Linda, bist du da? Ja. Hier. Linda, ich wollte dir nur sagen, dass ich schon glaube, dass unsere verschiedenen Welten, dass die zusammenpassen. Ja, das glaube ich auch. Ja? Also das wird Folgen haben hier. So, Security, kann mal bitte jemand diesen Mann vom Laufsteg schaffen? Moment. Inspiration. Die Kinder, Foto, schnell, die Kinder. Und den Vater. Den Vater. Schaut an der Bühne. Bühne, bitte. Was? Sie müssen meinen nächste Kampagne machen. Guten Tag. Jakob Buchmann. Marie, ich weiß. Sagen Sie mal, kennen Sie den Mann? Ja, ich kenne ihn. Ja. Was ist denn da los mit Ihrer Sprache? Das klingt ja schrecklich. Das ist mein lieber Freund, Dr. Buchmann. Was das ist, Doktor? Dr. Buchmann. In aller Ruhe. Gallia ist omnis divisa. Ich mache das Stress. Gallia omnis. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sagen Sie mal, das war doch Ihre Idee. Hm? Natürlich. Von wem denn sonst? Sehr hübsch. Frau Rosenau, ganz große Kunst hier. Gallia ist omnis divisa in partes tres. Nochmal? Gallia ist omnis divisa in partes tres. Na also, das geht doch. Und da sage noch jemand Latein seine tote Sprache. Linda, ich gehe jetzt und warte draußen auf dich. Linda, ich gehe jetzt und warte draußen auf dich. Nein, nicht sie. Ich. Sie haben das hier lanciert. Ja. Betrachten Sie das Ganze als meine Abschiedsvorstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte kurz das Wort an Sie richten. Die Marlene ist anerkanntermaßen die beste Frauenzeitschrift, die es auf dem Markt gibt. Die Resonanz und die Verkaufszahlen sind seit Jahren hervorragend. Trotzdem soll die Zeitschrift wegen der übersteigerten Renditeerwartung der neuen Eigentümer in ein substanzloses Nichts verwandelt werden. Dazu kann und will ich nicht beitragen. Ich stelle meine Position zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie werden es brauchen. Groß. Oh, Herr van Bohnen. Frau Rosner. Ja, komm. Ich danke dir. Wieso? Das werde ich dir nie vergessen. Frau Rosenau, Punkt für Sie. Ja, also Sie haben gerade mächtig Eindruck gemacht. Und wir haben uns entschieden, Ihnen inhaltlich sehr entgegenzukommen. Ja, dann wären Sie ja auch bereit, diese neue Ausrichtung vertraglich festschreiben zu lassen? Ja, selbstverständlich. Das heißt, wir sind uns einig. Nein. Nein? Ja. Ja. Nein. Nein. Ja, hier
die Karte von Frau Nettersbach. Als neue Chefredakteurin ist sie die Idealbesetzung. Aber wenn sie dann überhaupt noch will. Aber wir wollen sie. Ich bedauere. Wir haben andere Pläne. Aber Frau Rosenau... So, die erste Ausgabe ohne deine Beteiligung. Druckfrisch gekauft, wie du es gewünscht hast. Zeig mal. Fällt schwer? Naja, ich freue mich ja, dass es weitergeht. Das ist aber ein schönes Bild. Ich habe übrigens die ersten drei Kapitel deines Buches über Van Bohnen gelesen. Gefällt mir sehr gut. Oh, das ist aber ein weiter Weg von Ovid zu Linda Rosenau. Nein, nein, wirklich. Sehr gut. Obwohl du manchmal Genitiv und Dativ verwechselst. Also eine Eins wird es nicht mehr. Und wenn ich sie bestiche, Herr Oberstudienrat? Naja, Also gut. Eins mit Sternen. Danke. Schau mal. Das hier ist der Malaspina-Gletscher in Alaska. Da fliegt der Papa bald hin, auf eine Expedition. Und da würde der Papa die Mama unheimlich gerne mitnehmen. Ja, dann könnt ihr alles zeigen und sie könnte wunderschöne Fotos machen. Wie, also, ich verstehe nicht. Kinder, herzlich gern, aber im Oktober ist Buchmesse und ich habe eine Deadline. Wann kommen wir zurück mit Opa? Also, wenn ihr mit mir, dem Opa, einverstanden seid, ich würde es machen. Danke, danke. Jakob. Oh. Was denn? Ja, das wollte ich dir ersparen. Ihr Kinder. New Life. Papa. Was ist das denn? Ich schäme mich.